Moin und herzlich willkommen, wenn es wieder heißt Flachlandradler. Immer unterwegs, ja, auf deinen kleinen Schwedenabenteuer. Etappe 3 bin ich jetzt. Ja, und dieser Morgen einfach nur klasse, oder? Wenn man hier so aufwacht, jetzt strahlt hier schon die Sonne. Wow, es ist unbeschreiblich, dieser See. Jetzt gerade ja kein Wind oder so gut wie gar nichts. Total platt, spiegelblank. Oh, einfach klasse, das kann man nur sagen. Absolut ruhig. Ja, da oben ist nur so ein Kieselweg, das fährt eigentlich gar kein Auto längs. Und die Leute waren ruhig und die Tiere waren ruhig bis heute Morgen, bis sie anfingen, ein bisschen Krach zu machen, als die Sonne aufging. Wunderbar. Geschlafen von 8 gestern Abend, 20 Uhr, 20:30 so ungefähr, bis ja, 5:30 so circa. Zwischendurch mal aufgewacht, aber immer wieder gut eingeschlafen. Also ich habe sehr gut hier geschlafen. Es ist einfach nur genial. Kann ich echt nur empfehlen. Schweden ist unglaublich. Diese Seen ist noch anders wie Dänemark, auf jeden Fall. Ja, ich muss jetzt das Chaos hier beseitigen. Es geht ja noch, ihr seht das gar nicht, im Zelt ist aber Chaos. Brauche eine Stunde ungefähr, um das hier einzupacken. Hier ist 6:30 Uhr, 7:30 Uhr circa los. Egal, ich habe ja Zeit. Mal sehen, wo ich heute lande. Es gibt heute noch mehr solche Seen auf meiner Strecke. Ja, Richtung Westen. Ja, 100 Kilometer. Sehen, wo ich heute Abend lande. Weiß nicht wo, kann ja wieder alles möglich sein. Ich hoffe vielleicht wieder am See oder auch nicht. Irgendwo lande ich sicherlich. Es wird bestimmt wieder tolle Bilder geben, denn das Wetter soll richtig klasse werden. Heute Morgen waren hier 2 Grad. Wurde, hat die App angezeigt, kam mir aber jetzt nicht so vor und jetzt sowieso nicht mehr, wo die Sonne raus ist. Boah, hier strahlt sie jetzt schon doppelt vom See und vom Himmel. Das ist schon ganz schön warm jetzt hier, aber im Schatten ist es wirklich schattig. Naja, ich wünsche denn also viel Spaß auf meinen kleinen ja, Schwedenabenteuer. Etappe 3 wünsche ich viel Spaß und es wird sicherlich schöne Bilder geben. Also, dann geht's los jetzt. Sechs Kilometer gefahren und ich stehe immer noch am See. Ja, aber das ist jetzt das Ende. Hier ist so ein Damm rüber, so eine nicht richtig Brücke. Aber Leute, es wird sehr schön. Aber es ging guter Wind, muss ich jetzt sagen. Aber den habe ich ganzen Tag als Rückenwind. Boah, geil. Super. Also das macht Spaß. Der Weg gerade eben. Felsen, riesen Felsen an der Kante, glatt geschliffen. Sehr interessant hier. Ja, da steht Nüteborda ist das nächste, aber das ist bestimmt nur so ein kleines Nest. Ja, einfach klasse. Leute, kommt hierher, schaut euch das an. Das kann ich gar nicht so zeigen, wie das wirklich ist. Naja, weiter geht's. Thank you.
Kilometer 20 an der Menge Seen vorbeigekommen. Heftige Strecke. Das war wie ein Sägeblatt. Echt stark nach oben, stark nach unten. 8, 9 bis 10%. Es waren zwar immer nur 50 bis 100 Meter hoch oder runter, bis man wieder oben war. Aber das war heftig. Das war Intervalltraining pur. Oh, jetzt bin ich hier auf so einer Gravelpiste. Irgendwo im Nirgendwo. Tolle Agrarlandschaft hier irgendwie. Ganz witzig. Ganz toll. Auf seine Art eben. Einsam, aber echt schön. Es geht weiter. Boah. Die nächstgrößere Stadt ist noch ungefähr 10 Kilometer entfernt. Da werde ich wahrscheinlich ein zweites Frühstück kaufen. Schauen wir mal. Aber es ist einfach nur... Na, kennt ihr das Wort? Wunderherrlich. Mahlzeit. Ich esse gerade Frühstück, das zweite. Ich habe immer ein bisschen was mit, dass ich morgens im Zelt oder am Zelt schon mal was frühstücken kann. Ja, und jetzt sitze ich hier in Sibut. 30 Kilometer habe ich jetzt heute gefahren. Ja, und kaum sitzt man, sind diese komischen Rabenvögel noch wieder da. Meistens auch nicht alleine und warten, dass was runterfällt. Aber naja, Wetter ist echt top. Es wird jetzt langsam schön warm, angenehm warm, wunderbar. Wow, tolle Strecke, immer noch hoch und runter waren es die letzten Kilometer, aber mehr aus Asphalt, rollte ein bisschen besser, tat auch dann wieder gut. Und jetzt bin ich hier runtergefahren an diesem Flüsschen, was hier auch fließt. Ja, und dann bin ich gespannt, was gleich noch kommt, aber erstmal essen. Dann geht's weiter auf die tolle Strecke durch Schweden. Wow, gerade so ein Plätzchen hier gefunden am See. Wow, ist das schön. Ja, ich war auch im Wasser. Schön kalt, aber man fühlt sich dann irgendwie wieder sauberer. Richtig toll. Sehr erfrischend. Ja, richtig warm ist es natürlich nicht, aber ja, kurz langt er auch. Also ich muss sagen, Sommerfeeling pur jetzt. Ich habe mich jetzt kurz umgezogen. Alles auf kurz. Es ist noch so ein bisschen grenzwertig. Oh, Bergabfahrt oder so, da ist es noch kühl oder im Schatten, wenn der Wald ist. Aber egal, jetzt wird Sommer befohlen. Es soll ja auch noch wieder ein Grad wärmer werden wie gestern. Die Sonne brennt auch ganz gut. Also gerade hier, wo es gerade nicht so viel Wind hinkommt.
Wunderbar, aber das ist doch geil. Schöner See, weiß gar nicht, wie der heißt, aber egal, egal wie der heißt, es war schön kühl. Es war ein schönes Plätzchen, finde ich, noch mal eine ganz kurze Rast. Oh, jetzt geht's wieder weiter. Ja, das sind noch gute 55 Kilometer oder 60 Kilometer, werden es heute noch sein, aber wie spät? Ich guck mal. Oh, 11:30. Normal eine Mittagspause, aber ich habe ja gerade spät gefrühstückt, das wird ein bisschen auf sich warten lassen. Ja, okay, weiter geht's. Die Stadt Hasselholm habe ich auch schon durch. Ja, ist auch wieder nicht so interessant. Irgendwie so am Reißbrett geplant. Einfach nur quadratisch, praktisch gut, die Straßen. Richtig historische Gebäude, bis auf die Kirche war da ja auch nicht. Also da finde ich unsere Städte doch ein bisschen besser manchmal. Also, naja. Aber ich hatte eigentlich noch eine andere Route geplant, außenrum, aber die wäre bloß an der Umgehungsstraße so in der Nähe gewesen. Wäre auch nicht toll, da habe ich mir gedacht, ach, fahr doch mal durch. Ja, aber ich habe mir nichts gegönnt, kein Eis, nichts. Aber gleich kommt wieder eine schöne Stelle. Ich komme gleich wieder zu einem schönen großen See, der bessere Hasselholmer See. Da geht's jetzt hin. Ich bin jetzt hier am See, Mittagspause, Thunfischsalat, ist immer am besten so zwischendurch, so leicht genug. Ja, und jetzt, ja, muss ich sagen, ganz schön Wind auf einmal aufgekommen, gerade als ich mich hier hingesetzt habe. Ist doch wieder typisch. Aber schön ist es, auf jeden Fall. Es war ja nur eine kurze Strecke hier raus aus der Stadt. Vor der Stadt, da bin ich immer an der Landstraße gefahren, das ging so mit dem Verkehr, dafür guter Asphalt, rollte ganz gut. Ja, und gleich werde ich irgendwo da abbiegen, auch ein bisschen mehr wieder in die Landschaften rein, in die Wälder. Und ja, baden werde ich jetzt hier nicht. Ich habe ja heute schon gebadet, vielleicht später nochmal, da komme ich da hinten nochmal an der Badestelle vielleicht. Oder erst heute Abend oder auch gar nicht, aber irgendwie sehr schön, voll Sommerfeeling gerade. Ja, und so ein Insektenschwirren hier rum, jetzt sind sie gerade alle weg. Das war hier gerade eben der ganze Birkenwald, der hier ist voll mit Insekten. So eine kleine Fliegen. Ja. Frühling ist da, es ist schon fast Sommer gefühlt. Aber naja, jetzt erstmal was essen. Was Kleines.
und dann geht's weiter auf die nächsten schönen Kilometer. I've been pushing away everybody I love. I don't know what to do. Need a sign from above. I just want to be somebody who knows. Who knows how to behave, but I'm not even close. Won't you save, 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 save me? Won't you save, 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 save me? I am out here alone, 'cause there's nobody left. I need someone to talk to, get this pain on my chest. Traumhaft hier, das ist nicht der, ja, Holm, der Hesselholmssee, sondern der Finnjarsjön heißt das, genau, auf Schwedisch. Wird vielleicht auch nicht so ausgesprochen, aber wunderschön. Wow, ja, war wieder baden gerade eben natürlich an einer einsamen Stelle. Wunderschön hier, also ein See macht ja schon immer viel aus, Wasser allgemein. Ja, ich habe jetzt noch nur 20, 25 Kilometer bis zum Ende, 14:30. Wieder gute Ankunftszeit und jetzt gerade eben das Stück, das war auch so ein bisschen eine Unsicherheit. Ja, Komoot hat mich da längs gesteckt, ob das geht oder nicht, aber es ging. Ja, aber so ein Reiseradler kommt sich, glaube ich, kaum vorbei auf dieser Strecke. Also eine sehr unbekannte Gegend, also auch für mich sehr überraschend, auch wieder sehr schön gewesen. Ja, und einfach nur klasse. Weiter geht's, ja, Richtung landeinwärts, oder was heißt landeinwärts, weg vom See, wieder hoch. All the bad things I've done, and the people I've hurt. Wanna take that part of me, and leave it in the dirt. Won't you save, 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 save. Won't you save, 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 save me? Won't you save, 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 save me? Oh, save me, save, save me. Oh, I've been trapped in this darkness for far too long now. Tear down the curtains, let the sun shine in. Oh, I've been seeking forgiveness, 'cause I know I was wrong. Oh, I'm running out of time, I have to stay strong. Hier bin ich irgendwo und nirgendwo, muss ich echt sagen. Aber hier sind wieder schöne Seen, überall verstreut. Ja, hier könnte man so langsam denken, vielleicht mal einen Wildcamping-Zeltplatz zu suchen. Aber ich werde noch in den nächsten Ort fahren, auf jeden Fall. Und nochmal Essen und Trinken holen. Ja, und hier ist wunderbarer See, aufgestaut, hier so auf so einem Staudamm. Ja, und das ist ein Vogelschutzgebiet da, sieht es da hinten. Da brütet irgendwie eine Möwe, die fühlt sich schon leicht gestört, dass ich hier bin. Also muss ich weiter. Ja, aber echt klasse. Sauber. Schöne Strecke auf jeden Fall.
Ich bin jetzt im Örtchen Perstorp, der kleine Stadt, was das ist. Hab eingekauft für Abendbrot. Boah, aber ich bin so geplättet von der Sonne. Boah, aber noch ist es warm. Im Wind ist es kalt, der ist ganz schön stark geworden. Aber jetzt erstmal ein schönes Eis. Und dann geht es auf die Schlafplatzsuche. Bin gespannt, wo ich lande. Gerade eben habe ich schon mal so ein bisschen geguckt. Vielleicht wäre das was. Das tut gut. 18 Grad haben wir. In dieser Aufnahme habe ich wohl vergessen, das Mikro oder den Empfänger anzuschalten. Naja, ich sage ja nichts Weltbewegendes, ich sage nur, ich habe meinen Traumschlafplatz gefunden, hier oben auf so einem kleinen Hügel über diesen tollen See. Da unten am Steg sind gerade Angler. Ja, ein tolles Plätzchen, was ich hier ergattert habe. Einfach nur wunderbar, ist echt top gelaufen. Kurze Suche und schon bin ich hier. Und dann werde ich jetzt auch gleich hier das Zelt aufstellen und dann gibt es auch endlich mal was zu essen. Ja, und was gibt es jetzt zu essen abends? Ich habe mir jetzt so eine Brötchen. Ja, die haben keine knusprigen Brötchen hier so richtig. Aber die sind mega lecker. War ein guter Griff. Ja, und dann Putenaufschnitt geholt und Schinkenaufschnitt. Das drücke ich mir jetzt hier rein. Ich habe jede Menge, ich weiß nicht, das ist vielleicht auch ein bisschen viel, egal. Ja, man muss echt aufpassen mit den Mücken, also hier sind ein paar mehr wie letzte Nacht. Ja, die haben schon ein, zwei Mal zugestochen, das merkt man gar nicht. Kommt immer wieder an, aber es ist zum Glück nicht der Riesenschwarm. Noch so einzeln wie sonst auch, aber heute war es ein bisschen toller. Ist auch wesentlich wärmer, da sind doch 18 Grad, vielleicht sogar so 19. Da kommen sie alle raus und morgen soll es noch wärmer werden. Ja, ich habe mir auch noch einen Radler geholt, alkoholfrei. Ja, wenn man Alkohol haben will, dann muss man noch in einen anderen Laden rein. Das gibt es hier so nicht im normalen Laden zu kaufen, aber geht ja auch. Habe ich mir zwei geholt, denn ich werde heute ja nicht ganz rein feiern, aber morgen ist mein Geburtstag. Wieder in Schweden, wie letztes Jahr, einfach nur klasse. Das ist morgen ein Aufstehen. Nicht schlecht, hat nicht jeder. Ja, ich habe es mir ausgesucht. Ja, und das... Da freue ich mich auch schon drauf, morgen wieder hier rauszugucken. Die Sonne wird irgendwo da hinten natürlich aufgehen, die wird hier nicht drauf scheinen. Oh, egal, sehr schön. Naja, ich werde erstmal nochmal was essen und dann gehe ich nochmal runter zum See. Und dann gibt es noch ein kurzes Fazit. Sehr lecker. Einfach und lecker. Das ist aber auch wackelig hier. Ne? Was für ein Plätzchen, um Fazit zu ziehen vom heutigen Tag. Ja, Wasser spielte heute doch wieder eine große Rolle, muss ich sagen. Es hat sehr viel Spaß gebracht, diese Seen immer wieder zu sehen und auch zu baden in ihnen. Es war richtig schön, tolle Strecke, ein ewiges Auf und Ab, war richtig schwer. Circa 900 Höhenmeter auf 100 und ein paar zerquetschte Kilometer verteilt, war echt nicht schlecht. Heute war die absolut Top-Etappe. Wow,
Einfach nur grandios. Ich kann ja nicht alles filmen. Ich kann es nur empfehlen, fahrt mal hier rum. Das ist echt klasse. Diese Gravelstrecken, wo man dann durchkommt, diese Agrarlandschaft, die manchmal ist, wo dann eigentlich nur der Wald eingezäunt ist und da die Kühe zwischen grasen. Das sieht so merkartig aus. Das ist, oh, das kann man nicht beschreiben. Das muss man gesehen haben alles. Ich kann ja nur ganz kurze Ausschnitte machen. Ich bin jetzt hier auch nicht irgendwie auf großen Radwegen unterwegs. Ich habe immer ein paar welche gesehen. Den Cycle Lane Skane, so heißt er, über die Ecke hier unten. Ja, der muss richtig schön sein, glaube ich. Ich habe viel auf den gefahren. Ja, oder der Schweden-Radweg, Swergel Lane, also auch immer wieder getroffen. Ganz tolle Radwege müssen das sein, da sieht man schon viel. Aber ich bin an Stellen gewesen, wo die nicht lenk führen. Also das war richtig toll. Es ist ja noch nicht der letzte Tag. Morgen ist noch ein bisschen zurück. Ja, und das wird, ja, was soll ich sagen, etwas kürzer. Irgendwas, noch nicht mal 70 Kilometer, ja, das Endspurt. Ich muss ja auch wieder zurückreisen. Und ich habe es ja schon gesagt, morgen ist Geburtstag. Ich bin wieder in Schweden zu meinem Geburtstag. Oh, es ist so klasse, so morgens aufzustehen. Ja, aber abends bin ich ja noch wieder zu Hause. Am Abend bin ich wieder zu Hause, kann dann morgen wieder schön alles genießen, der Zivilisation, Dusche, ja, ein warmes Bett. Aber übermorgen muss ich schon wieder arbeiten. Das ist das wieder dabei. Aber ich mache das auch alles gerne hier. Das ist anstrengend. Klar, ich merke die Beine. Alles ist, ja, es ist anstrengend, aber das macht den Kopf frei alles. Das macht so einen Spaß. Ja, die Länge, die teilt man sich selbst ein. Das ist ziemlich lang. Zum Schluss, ja, da will man auch, ja, nach 100 Kilometern, gerade heute bei dem Auf und Ab, aufhören. Sucht sich ein Plätzchen. Ja, gerade eben war noch alles voll, jetzt wird es langsam frischer. Und schon, es ist hier ruhig. Da hätte man sich vielleicht noch ein anderes Plätzchen aussuchen. Aber ich finde das irgendwie genial, gerade da oben. Ich glaube, die Angler haben gerade einen großen Fisch gefangen. Sind ziemlich glücklich. Ja, Petri Heil. Ja, okay. Ihr habt es gesehen. Es war schön, hat bestimmt super tolle Bilder gegeben. Mann, super tolle Bilder wird es gegeben haben. Ja, also vielen Dank fürs Anschauen. Dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, der Flachlandradler unterwegs. Ja. Moin, moin. Tschüss. Oder wie man sie hier sagt. Hey, hey, euer Flachlandradler Thorsten.